So, und damit einen wunderschönen guten Abend in die Runde und willkommen zu einer weiteren Partie aus der A Link to the Past Open League Season Nummer 4 zwischen Team Triple T, hier heute Tyrannus, und Reliable Archery Aces, da heute der Retro Redfield am Spielen. Heute beim Commentary ist die liebe Satono mit mir im Commentary und mein Name ist der Goatbuster. Hallo Satono. Hallo Goaty. Ja, beide relativ ausgeglichen stark, sind auch im Challenge Cup schon mal gegeneinander angetreten. Und da Domme, so habe ich das eben noch gehört, mit einer Minute irgendwie wohl Vorsprung gewonnen. Also könnte durchaus spannend werden heute. Ja, also ich freue mich mega auf dieses Match. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und vor allen Dingen auch ein Match auf Augenhöhe. Ja, eben. Also das ist halt das, was man sich halt auch wünscht. Im besten Fall. Denn spannende Matches sind immer noch am angenehmsten. Und beide starten hier in Linkshaus, denn wir sehen heute hier Casual Boots im Modus. Heißt, beide haben von Anfang an die Boots und werden dann zusätzlich wie im normalen Standard eine Random-Waffe vom Onkel bekommen. Ja, und hier sehen wir natürlich gleich eine Vanillalampe. Ja, genau. Klassischerweise links Haus. Oh, und Bomben. Vom Onkel. Aber, warte mal, nee. Ich muss mich gerade korrigieren. Bei Casual Boots kriegen sie vom Onkel automatisch das Schwert. Plus ein Item. Genau. Ja, und damit beide jetzt schon unterwegs nach Hyrule Castle. Domme ist hier jetzt, Tyrannus ist hier ein bisschen früher eingetrudelt. Und Retro Redfield aber direkt hinter ihm. Oh, wir befinden uns in der ersten Chest. Nur ein Herz in Anführungszeichen. Ja, also bisher außer der Lampe und dem Schwert nichts Besonderes. Ja, die, sag mal, der Start jetzt so am Anfang ist eigentlich so das, was man im Vanilla-Spiel auch macht. Nur, dass halt die Items randomized sind, sage ich jetzt mal. Die Schlüssel sind alle in dem jeweiligen Dungeon drin. Das bedeutet, in diesem Modus ist es so, dass nicht wie bei anderen, ich sag jetzt mal beispielsweise, jetzt Swamp Palace zum Beispiel ein Schlüssel für Dark Palace liegt, sondern oder für Portal liegt, sondern in Swamp liegt wirklich nur der Schlüssel für Swamp. Beziehungsweise in Eastern liegen nur Eastern-Schlüssel. Das ist halt bei dem Modus anders, wie bei denen, die letzte Woche waren. Genau. Also ein klassischer Item-Shuffle im Grunde genommen. Also nichts Wildes, außer dass halt hier am Anfang direkt die Boots dann vorhanden sind. Das heißt, hier ist es dann auch relativ praktisch, dass beide im Zweifelsfall auch am Ende im Back of Escape keine Bomben benötigen würden, um dort die letzten drei Kisten mitzunehmen, denn da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, einfach dann gegen die Wand zu bonken und schon hat man dann den Zugang zu den letzten drei Kisten. Ansonsten im klassischen Standardmodus
ist man da dann eher doch noch auf der Suche nach Bomben, wenn man nicht zuvor noch welche in den Kisten findet, dann orientiert man sich da gerne an den Gegnern, die dort unterschiedliche Item-Packs auf sich haben, und man versucht dort herauszufinden, ob da irgendwo ein Gegner dabei ist, der dann Bomben droppen könnte. Da gibt es auch eine Übersicht zu. Bin da jetzt nicht so firm mit. Aber ich weiß, wenn dort ein Gegner dabei ist, der ein kleines Herz dann zum Beispiel hat, dann ist es gut möglich, dass dort eine Bombe droppt. Beziehungsweise, ich glaube, 8 Bomben. Ja, damit jetzt Tyrannus im Dark Horse findet hier noch ein bisschen Geld. Ja, aber ansonsten erstmal nichts Besonderes hier im ersten Dungeon. Und somit werden wir jetzt gleich eventuell noch was im Back of Escape sehen. Und ich denke mal, dass beide dann nach der Kathedrale dann in Richtung Kakariko stiefeln werden. Zumindest ist das so der übliche Weg, den man am häufigsten sieht. Oh, und da haben wir den Ice Rod im Back of Escape. Ja, ich habe es nicht genau gesehen. Ich habe immer die Schwierigkeit, dass ich den Ice und Fire Warden immer nicht ganz genau erkenne. Aber es ist der Kromp hier heute am Tracken. Hat hier schon auf Seiten von Dommel getrackt und auch auf der anderen Seite. Und ja, es ist der Ice Rod. Ja, und Tyrannus kommt ein bisschen besser durch. Und wird jetzt in der Kathedrale 10 Pfeile finden. Ja, in dem Fall nichts Besonderes in Hyrule Castle. Und dann werden wir beide jetzt in Richtung Kakariko sehen. Und ja, es bietet sich natürlich jetzt hier auch an, direkt dann das Bonkwok Cave mitzunehmen. Und beide werden sicherlich dann auch den Agar-Check machen. Auf der Agar-Ledge würde ich von ausgehen. Ab und zu sieht man, dass vielleicht der ein oder andere Racer den Check nicht macht, aufgrund, dass die Boots beispielsweise noch nicht vorhanden sind. Aber mit den Boots ist man relativ schnell oben, kann kurz in die Höhle reingucken, was dort liegt, und hat dann zumindest schon mal Gewissheit, ob Agar in erster Linie dann durch die Ledge schon bekämpft werden muss oder nicht. Was bei diesem Modus natürlich auch noch schön ist, oh, da haben wir das Cave. Gerade gesehen bei Retro. Ja. Das auf der Agar Ledge liegt. Dies ist jetzt kein All Dungeon. Bedeutet, wir müssen nicht alle Dungeons abschließen, sondern wirklich nur die Dungeons, die ein Crystal haben. Weil auch in diesem Modus ist es so, dass wir 7 Crystals brauchen, um in den Agar, also um nach GT reinzukommen, um dort dann auch gegen das erste blaue Schweinchen zu kämpfen. Oder halt in dem Fall als Zweiter. Genau. So, und Tyrannus ist als erstes in Kakariko. Ja, Retro Redfield hier sehr dicht hinter Tyrannus. Ja, das Cape auf der Agar Ledge eigentlich relativ nichtssagend. Ich sag mal so, grundsätzlich ja. Also die, es wäre notwendig Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Bumper Cave in der Dark World.
Da bräuchte man es definitiv. Deshalb wird da die Frage sein, inwiefern dort noch was liegen wird. Und grundsätzlich würde auch erst das Bi-Cave in Logik sein, sobald man das Cape hätte oder aber den Burma. Also grundsätzlich erstmal das Cape nur interessant für das Item, welches auf der Bumper Ledge liegt. Und da sehen wir den Handschuh im Brunnen? Im Brunnen, genau. Oh, und Tyrannus hat sich das Masterschwert geholt. Weiß gar nicht, wo haben wir das gerade gesehen? Das Masterschwert haben wir gerade bei dem Bottle-Verkäufer. Ach. Ah, okay. Da war ich gerade mit einem Auge auf, oder beiden Augen bei Retro Redfield. Und damit wäre dann auch zumindest der offizielle Weg in Richtung Arganim schon zumindest für später eventuell offen. Je nachdem, was wir jetzt noch in der Lightworld finden werden, inklusive der Dungeon. So, und bei Tyrannus haben wir gerade den Red Meringue gefunden. Nämlich in der Taverne. Und den Single Arrow haben wir bei Sickkid bekommen. Und Sickkid konnten wir auch nur machen, weil wir vorher die Bottle gefunden haben. Und wir haben eine Blue Mail im Race Game, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, müsste die Blue Mail gewesen sein. Da sagt Dom, aber die nimmt dann nicht. Tyrannus, sorry. Nimmt er nicht mit. Aber Retro. Ja, er nimmt sie mit. Entschuldigung. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie mitgenommen. Also ich hätte sie wahrscheinlich auch mitgenommen. Also gerade bei der Herzanzahl, die momentan vorhanden sind, ist es eigentlich ein nettes Safety direkt am Anfang. Man weiß nicht genau, wann die nächsten Herzen kommen, beziehungsweise wie früh man dann auch den Darkhold-Zugang hat. Von daher auf jeden Fall nice to have. Aber Tyrannus spart sich jetzt erstmal hier die Zeit für. Und wir haben den Burma gesehen. Das heißt, dadurch, dass wir den Burma gesehen haben, kann das Cape nur noch dann wichtig sein, wenn auf der Bumper Ledge etwas liegen sollte. Und Tyrannus hat das jetzt hier mit den Bomben gemacht. Und da haben wir das Aether in dem Moldom, Mini Moldom Cave. Schauen, inwiefern das später noch entscheidend wird. Dann schließt sich hier jetzt auch noch das Icewatt Cave mitzunehmen. Hätte er dann auch noch die Möglichkeit, einen Waterwalk aufzusetzen, um dann die Checks zumindest im Fairy Cave und ich glaube, Geld hatten wir jetzt noch nicht genug, genau, aber er könnte zumindest die Waterfall Fairy checken und hätte die Möglichkeit, eventuell Hobo noch mitzunehmen, und da entschließt er sich auch zu, also da hat er gerade schon den Waterwalk aufgesetzt. Dem Waterwalk hat man die Möglichkeit im Grunde genommen hier jetzt runter zu springen. Und dann kann man über das Wasser laufen. Wichtig ist, dass man dort nirgendwo jetzt gegenbonkt. Ansonsten würde man sich soft locken. Oder Schaden nimmt von einem der Soras. Genau, oder den Schaden, genau. Da habe ich jetzt gar nicht gerade dran gedacht. Ah, da gibt's
aber nur eine Flasche, aber zumindest dann zusätzlich noch eine Blue Potion. Ja, Tyrannos geht jetzt zu Hobo. Ja, und auch Retro Redfield entscheidet sich hier für die Water Checks. Hobo aber so hat 20 Rupees. Genau, die 20er Rupees. Die haben wir aufgrund dessen mit im Itempool drinne, vielleicht gerade noch erwähnt, da wir hier im Turnier mit einem Hard-Itempool spielen. Sprich, also einige Gegenstände gibt es nicht. Ich meine, es gibt auch nur eine Mail, maximal, die man bekommen kann. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Und nur eine gewisse Anzahl an Herzen. Und das Buttersword würde man auch nicht finden. Oh, und die Huhnfeuer bei Sarah. Die Tyrannos gefunden hat. Und Retro hat sich entschieden, Burger zu machen. So wie es aussieht. Ja. Und Tyrannos hat sich entschlossen, den ersten Dungeon zu betreten. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass Retro Redfield jetzt hier auf Aga bereits geht. Hat zumindest noch keine Moonpearl, also spielt jetzt hier auf die Pyramide, dass dort was liegt. Wir haben unter anderem hier in Eastern noch nicht die Checks gesehen und Aginas Cave wäre auch noch offen. Ja, bis jetzt bei Tyrannos noch nichts Interessantes zu sehen. Ja, Tyrannos hier auf jeden Fall schon mal mit der Moonpearl, die ja Retro Redfield noch nicht hat. Somit wäre er dann schon in der Lage, dann jetzt nach Eastern, wenn er sich sagt, okay, Agina nehme ich nicht mehr mit, ich gehe jetzt direkt auch das über das Agar-Play, dann hätte er die Möglichkeit, dort direkt weiterzugehen. Da gibt es auch nochmal ein Herz in der Big Chest in Eastern. Ja, ansonsten Tyrannos mit einem noch, also generell mit einem sehr sicheren Play, finde ich, in Eastern. Kommt gut durch. Ja, spielt jetzt mittlerweile auch schon eine längere Zeit, definitiv, also mindestens über ein Jahr. Und außerhalb des Randomizers auch viel NMG. Und gerade durch NMG
kann man natürlich auch sehr viel Execution Practice mitnehmen. Und das sieht man natürlich auch in manchen Punkten definitiv. So, jetzt aber auch Tyrannus auf dem Weg zu 1, wo Retro sich schon befindet. Schon im Aggro-Fight. Genau, und auf jeden Fall, egal was er dort jetzt gleich auf der Pyramide finden wird, er wird dann nochmal in die Light World müssen, weil er dort nicht die Moon Pearl finden wird. Das ist der einzige Check, den er jetzt in seiner Situation in der Dark World hat. Und da ist nur ein Vanilla Herzpiece. So, und da haben wir auch gerade einen Map-Check gesehen auf Petros Seite von der Dark World. Wenn ich das gerade gesehen hatte, war Hot and Red Crystal. Hot war Red Crystal, ja genau. Und was interessant ist, Turtle Walk ist ein Pendant, das heißt also, der der Ice Ward erstmal nicht so relevant, der bereits gefunden wurde. So, und Retro hat sich gerade das Cape abgeholt. Und geht jetzt Richtung Berg. Sammelt jetzt den Onkel ein. Stimmt, den Berg haben wir auch noch gar nicht gesehen. Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber stimmt. Beide haben ja die Lampe, wie gesagt. Genau, durch die Lampe kommt der Berg in Logik. Weil ansonsten sind es ja Darkrooms. Und da hat er den Onkel auch schon. Und wir sehen Tyrannus von Agarfight. Ein Retro sucht jetzt, glaube ich, gerade seine Moon Pearl. Die er aber auch auf dem Berg nicht finden wird. Ja, hier ist auf alle Fälle bei Domitas Play, bei Tyrannus, oh Mann. Bei Tyrannus das Play etwas besser aufgegangen, dass er vor Agar die Moon Pearl gefunden hat. Aber wir sehen jetzt gerade, es wäre kein Agar-Seed erstmal gewesen, denn der Opa hatte scheinbar die Mits gehabt. Die zweiten Handschuhe. Also es kann nur noch, jetzt sei natürlich noch dahingestellt, was wir nachher auf der Bumper Ledge sehen, aber vom Dark World Access her wäre es erstmal keine Agar-Seed-Geschichte gewesen. So, aber Retro holt sich jetzt auch seinen Mundfall ab. Genau. Indessen kann Tyrannus schon direkt nach Pott reingehen.
Ja, es wird auf jeden Fall jetzt interessant zu sehen sein, weil ich würde vermuten, dass Retro Redfield jetzt über Sanctuary geht und dann quasi dort den Dark World Access nimmt. Und aufgrund dessen, ja, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Wege. Also, und Tyrannus wird wahrscheinlich seine Mids dann erstmal auf dem Berg liegen lassen, je nachdem, was er jetzt findet. Aber es wird ihn spätestens, wenn er jetzt dort auf der Seite mit den Checks durch ist, dann auf dem Berg führen. Wenn jetzt im Pot nichts drin ist, wäre es natürlich ein bisschen ärgerlich auf alle Fälle. Ja, oh, und Retro geht schon direkt Richtung Skalwurzel, wird wahrscheinlich die Front checken. Genau, auch das sieht man häufiger. Wir haben jetzt hier mit der Motte, wenn wir mal gucken, auch ein Crystal Dungeon. Aber es sind halt hier relativ schnelle Item-Checks, die man tätigen kann. Je nachdem, was in der Front liegt. Dann kriegt man ein oder zwei Items, vielleicht sogar zwei. Insgesamt gibt es ja zwei in dem Dungeon. Kriegt man die direkt raus. Und da wäre es halt ärgerlich, das relativ früh dort dann liegen zu lassen. Da hätten wir das Erste. Wartet er noch kurz ab, dass der Wallmaster ihn abholt. Genau, bei Tyrannus haben wir gerade gesehen, im Pott hat er den Pilz gefunden. Den Pilz, okay. Ein Check, den man auch eigentlich nicht so gerne macht. Also ich mache ihn zumindest nicht gerne. Und er macht jetzt Ja. Ich sag mal, mit der Flöte ist der Pilz natürlich schnell gecheckt. Aber so zu dem jetzigen Zeitpunkt ist er natürlich etwas abgelegen. Der Check. so ein Retro macht, setzt jetzt gerade einen Bombjump auf, weil er gerade den Biggie gefunden hat von Skywoods. Und findet dort nur einen Small Key in den Big Jump. Genau, spielt ihm hier jetzt auch gut in die Karten. Er kann direkt links dann weiter durchgehen. Hat hier jetzt nochmal zwei Chests. Oh, und da ist der Mirror. Das ist natürlich jetzt ein ziemlich cooler Fund auch für ihn. Weil gerade beim Routing nachher immer die Südroute nach Thieves Town kannst du direkt. Ja, er kann nachher dadurch, dass er jetzt auch die Mids hat, direkt die Smith Chain mitnehmen. Und dann auch dort K45 mitnehmen. Also, das ist schon nicht schlecht zu dem Zeitpunkt jetzt mit dem Spiegel, dass er den gefunden hat für sich. Und sagt sich hier auch, okay, ich gehe auf Nummer sicher und nehme jetzt die Redmail mit. Und wir können jetzt aber mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, also es war kein Agassid. Also beide hätten Agassid nicht machen müssen. Ja. Ja, hier sagt er sich jetzt auch, also auf Seiten von Retro Redfield sehen wir jetzt gerade, dass er hier jetzt auch die Mirror-Checks direkt mitnimmt. Hier haben wir einmal die Graveyard Ledge. Und ich denke, danach wird er dann wieder zurückgehen in Richtung Village of Outcast und dort die Checks mitnehmen. Ja, und Tyrannus jetzt erstmal aus Pott raus. Kann nämlich nicht unbedingt weitermachen, da ihm sowohl der Hammer wie auch der Spiegel fehlt. Spiegel sage ich schon. Der Bogen. Entschuldigung. Genau. Ja,
Ja, und Tyrannus setzt hier jetzt zum Julian auf und wird sich jetzt dort die Rubine holen und ja, er spekuliert jetzt hier wohl auf Thora, was durchaus Sinn macht in seiner Position. Er hat jetzt den Pilz und sagt sich wahrscheinlich dann, dass er jetzt den Pilz abgibt und ja, wir sehen auch, er hat ihn schon ausgerüstet, gibt den Pilz ab und wird dann noch in Richtung Thora gehen. So, und Retro nimmt gerade Village of Outcast komplett mit. Haben gerade schon gesehen, in dem Chess-Game war nichts Interessantes dabei. Tyrannus hat jetzt gerade den Pilz abgegeben, nimmt dann die schnellste Route, gefühlt wieder, um aus dem Bildschirm rauszukommen. Und findet dort leider nur ein Herz, was er liegen lässt. Ja, und wie erwartet jetzt auch dann die Route in Richtung Zora. Hat dann im Grunde genommen aber nur noch den Berg offen und Agina, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und ich denke, dass er dann jetzt gleich auch den Weg rauf auf den Berg gehen wird. Ich sag mal so, es ist halt unangenehm, den Handschuh dann dort zu finden. Er wird sich höchstwahrscheinlich dann fragen, okay, hat Retro Redfield den Handschuh vor Aga gefunden oder ist er auch Early Aga gegangen? Ist natürlich dann so eine psychologische Sache, die dann auch mitspielt. Aber auch beim Dicking Game bei Retro haben wir gerade gesehen, gab es nur 50 Rupees und er hat jetzt gleich den Schmied mitgenommen. Gibt also gleich den Schmied ab. Mit dem Spiegel natürlich ein einfacher Check. Ja. Ich hatte jetzt gar nicht gesehen, war er in Thieves Town drinne? Nein, war er nicht. Okay. Oh, und da ist der Sumaria. So, Tyrannus holt sich jetzt erstmal sein Cape ab. Genau, und Retro, wie schon angekündigt, nimmt gleich die Smith Chains mit. Wird wahrscheinlich noch den einen oder anderen Check noch mitnehmen, der einfach auf dem Weg liegt. Und Tyrannus begibt sich Richtung Berg, um sich dort seine Mits abzuholen. Was mich tatsächlich wundert, ist, ich hätte fest damit gerechnet, dass Retro Redfield auch noch in Thieves Town reingeht, also zumindest die Front mitnimmt. Weil du hast zumindest da noch 4 Kisten, die du checken kannst. Hätte sich zumindest angeboten, dadurch, dass es halt auch ein Pendant ist. Das wundert mich tatsächlich in der Tat. Aber ansonsten, werden wir hier gerade warten. Der Seed hat jetzt noch nicht allzu viel ausgespuckt. Ich meine, gut, wir haben jetzt den Kane auf Sumaria schon bekommen. Ice Ward, der jetzt auch nicht unbedingt relevant erstmal ist. Also mit den Mids und den. Gut, jetzt wird er natürlich jetzt auch gleich den Mirror haben.
Also es ist zumindest jetzt nicht so viel aufgegangen durch die Items, die wir bisher gesehen haben. Das Einzige, was noch interessant sein könnte, zum jetzigen Zeitpunkt, dadurch, dass ja auch der Mirror aufgetaucht ist, wäre vielleicht nochmal oben der Berg. Weil dadurch, dass wir jetzt hier auch nochmal den Mirror haben, ist Hera Castle nochmal in Logik aufgegangen. Das Einzige, die rechte Seite könnten wir noch nicht bedienen, da wir den Hammer noch nicht gesehen haben. Und Tyrannus struggelt da ein bisschen. Oh, wir haben aber den Hammer schon irgendwo gesehen. Es war wahrscheinlich gerade während der Unterbrechung. Also irgendwo auf der Route muss der Hammer gewesen sein. Sehe ich jetzt hier gerade. Und jetzt erstmal gucken, was der gute, was Catfish sonst hat. Ja, also entweder der Hammer wird im Hype Cave gewesen sein oder aber zuvor auf Stumpy oder im K45, das hatten wir jetzt auch nicht gesehen. Oder auf der Purple Chest. Stimmt, die hat er ja auch noch mitgenommen, richtig. So, und Tyrannus verlässt jetzt wieder Skullwoods, so wie es aussieht, kurzzeitig, um jetzt die andere Seite zu checken. Wird dann jetzt auch gleich dann zwangsläufig auf den Mirror stoßen. Ja, und Retro Redfield geht jetzt dann, wie eben schon erwähnt, dadurch in Logik, durch den Mirror, geht dann erstmal in Richtung Tower of Hera. Kann er dann auch schon full clearen, wird dann sein erster Crystal sein. Man hat sich dort auf dem Berg noch eine Bottle geholt. Und Tyrannus jetzt mit seinem Spiegel. Ich denke, wir werden bei Tyrannus höchstwahrscheinlich dann auch die ersten Chests in Thieves Town dann gleich sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die mitnehmen wird. Zumindest sieht man das nicht selten, dass die Racer dort beim Zugang zur Village of Outcast zumindest die ersten Kisten mitnehmen. Aber er rast erstmal dran vorbei. Retro mit dem Bombjump hin zur Big Chest, wo er den Fire Rod findet. Es ist natürlich nicht schlecht, dass er den jetzt auch dort noch mitbekommt. Für ihn momentan das Play geht im Grunde genommen ziemlich gut auf. Hangelt sich im Grunde genommen von Progression zu Progression. Und ist jetzt bereits dann gleich bei dem liebsten Freund Muldom. Ja, und Tyrannus jetzt hier mit dem Frontcheck in Thieves Town.
mit dem dritten, wo er nur ein Herzteil findet. Ansonsten nur Trash, in Anführungszeichen. Ja, und wie es aussieht, ich weiß nicht, ob der Tod jetzt, nehme ich nicht an, dass der gewollt war von Lommel, von Tyrannus. Schließt sich aber jetzt dann auch rauszugehen, indem er gestorben ist. Und Retro struggelt ein bisschen bei Moldom. Oder wie ich ihn auch gerne nenne, Trolldom. Genau. Müsste, glaube ich, jetzt der dritte Versuch bei ihm sein, gegen... Da nimmt er nochmal ein Try mit. Aber schön zu sehen, dass Moldom mit der Red Mail nur ein halbes Herz Schaden macht. Sonst dürfte dann mein Tyrannus mit der Green Mail, wenn er sich jetzt entschließt und es sieht mir so danach aus, auf Heron zu gehen, das mehr sein. Ja, ich denke, das ist bei Tyrannus halt. Das hat man halt am Anfang schon gesehen, er hat ja die erste Mail auch schon nicht mitgenommen. Ich denke, er wird Retro Redfield schon als stark und ebenbürtig einschätzen und da versucht er jegliche Sekunde zu sparen, beziehungsweise Minute. Und ich sag mal, er ist ja zumindest gewohnt, auch nur mit der Green Mail das Spiel abzuschließen, aufgrund dessen, dass er halt auch viel NMG spielt. Und hier haben wir jetzt gerade auch bei Retro Redfield noch die Flippers gesehen auf der Floating Island. Die könnte er dann auch bereits schon mitnehmen. Jetzt sehen wir erstmal Spiral Cave. Na, und Tyrannus schlägt sich jetzt hier durch Hera durch. Wird dann auch gleich wahrscheinlich sein Fire Rod mitnehmen. Genau. Für ihn ist es ein bisschen ärgerlich, dass er im Grunde genommen jetzt noch nicht den Hammer hat. Somit kann er die rechte Seite noch gar nicht bedienen. Somit bleiben auch die Flippers dort erstmal bei ihm liegen. Und er wird dann definitiv nachher nochmal einen Mountain Climb machen müssen. Noch die dritte Flasche bei Retro. Und ansonsten viele, viele Bomben. So, und auch jetzt bei Tyrannus. Moldom mit dem ersten Mal runterfallen. Naja, also. Ja, wir kennen das alle. Der Wurm hat heute auf jeden Fall Bock. Noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber ist es ein Wurm oder ist es eher eine Raupe? Eigentlich eher eine Raupe, oder? Ich persönlich empfinde es auch eher als eine Raupe. Aber was es nun wirklich ist, müsste man mal nachlesen. Ja. Aber auch Tyrannus hier mit seinem Crystal. Seinem ersten. So, Retro wird jetzt erstmal checken, was er denn braucht. Und er braucht Bombos für Turtle Rock. Ja, das heißt, wir hätten sogar Turtle Rock schon komplett in Logik. Und das wäre komplett abschließbar. So, und Retro geht in Luxord Cave, in der ersten Chest.
findet er 20 Rupees. Und Tyrannus ist jetzt in King's Tomb drin. Mit einem Herz. Und Retro holt sich jetzt seine Flippers ab. Ja, ich bin gespannt, ob er jetzt noch sagt, okay, ich gehe direkt auch in Turtle Walk rein und scheinbar wird er das auch tun. Gut, mit Somaria sowohl Feuer wie auch Eis Sinn. Wenn man schon mal da oben ist, dann kann man das auch gleich mitnehmen. Und Tyrannus beschließt anscheinend jetzt erstmal schnell zur Matte zu gehen. Ja, das wäre dann für ihn der zweite Crystal bereits. Ja, auch nochmal danke an den Chat für die Info mit Modom. Also es ist scheinbar wirklich ein Wurm und ich die Info gerade auch hier nochmal von The Thing in Link's Awakening. Da gibt es tatsächlich den Wurmpalast, hatte ich jetzt auch gerade gar nicht auf dem Schirm. Und da gibt es Modom im Grunde genommen auch. Also er ist ein Wurm. Ja. Bin gespannt, was wir jetzt in Turtle Walk sehen werden. Beziehungsweise, ach doch, in Skywoods hatten wir im Grunde genommen ja beide Items schon gesehen. Einmal mit den Bomben und dann entsprechend der Mirror. Ein weiteres Item werden wir jetzt hier auf der Motte nicht mehr sehen. Ja, und Retro in dem Fall mit dem langen Weg. Dadurch, dass wir den Hookshot noch nicht haben, können wir die Kürzung, Anführungszeichen, gar nicht nehmen. Deswegen muss man einmal außenrum fahren. Genau. Und Tyrannus ist ganz froh anscheinend, dass er seine Blue Potion hatte. Weil die Motte kann ein unheimlich widerlicher Gegner. Definitiv, ja. In dem Fall hier aber erfolgreich gegen die Motte angekämpft und somit der zweite Crystal auf Seiten von Tyrannus. Retro schlägt sich tapfer durch Turtle Rock durch. Ja, also wir werden, also uns fehlen auf jeden Fall noch einige Items für den Go-Mode. Da wäre zum einen der Hookshot, den wir noch brauchen. Dann haben wir noch die Flöte, dadurch, dass Misery Maya auch ein Crystal ist. Und dann ist noch die Frage, welches Medaillon dann auf Maya liegen wird. Und wir werden noch den Bogen benötigen. Also im Grunde genommen maximal 4 Items sind es, die wir noch benötigen würden. Und eventuell das Buch, wenn jetzt die Flöte dort tatsächlich drin liegen sollte. Und Retro entscheidet sich, die Lava-Chest mitzunehmen. Mit dem Wiki war eine sehr gute Entscheidung. Ja, und Tyrannus holt jetzt die Checks
nach, die wir bereits vorhin schon bei Retro Redfield gesehen haben. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich dann auch über die Smith Chain gehen. Und er entschließt sich in der Tat nochmal hier in Thieves Town reinzugehen. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt noch in Thieves Town sehen werden. Ich meine, es gibt natürlich grundsätzlich auch noch Items, die wir, wie eben schon gesagt, benötigen. Und je nachdem, was Tyrannus jetzt dort findet, könnte ihm das natürlich auch von dem Weg, den Retro Redfield eingeschlagen ist, erstmal von der weiteren Progression wegtreiben. Da haben wir nur ein Wet Whoopi. Oh, und da ist der Hookshot. Hookshot enter the rock. Ja, also man kann es nicht anders sagen, aber bei das Play von Retro Redfield geht halt verdammt gut auf in diesem Seed. Und wirkt sich hier erst einmal negativ auf Tyrannus aus, denn das wirft jetzt schon etwas nach hinten. Definitiv. Und dadurch, dass der Hookshot jetzt auch in Turtle Rock liegt, ist es halt nochmal praktischer, denn im Grunde genommen, Retro Redfield kann jetzt nach Turtle Rock gleich sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal direkt zum Hookshot Cave, kann dort die restlichen Kisten mitnehmen und im Grunde genommen nach dem Berg kann er dann ganz entspannt erstmal Crystals farmen, sprich, wir haben dann Swamp Palace, wir haben Ice Palace, die kann er komplett abschließen. Er hat auch noch die Motte, kann er abschließen. Und somit dann wieder einige Item-Locations offen. Gerade Swamp Palace noch mit 6 Items bestückt. Was dann auch nochmal mit der größte Item-Pool ist. Nach dem Turtle Rock Play und dem Hookshot Cave. Während Tyrannus hier das Buch bekommt für Desert Palace. Und ein Pendant. Ja, und ich denke, dass Tyrannus jetzt gleich dann die Smith Chain bedient. Gut, er wird dann auch auf dem Weg dorthin nach unten den Hammer finden. Kann dann aber zumindest das Bombus-Tablet auch dann schon direkt mit einrouten. Das könnte durchaus interessant werden, wenn da wirklich noch was drauf ist, wie jetzt beispielsweise die Flöte. Ja, für Retro jetzt gerade natürlich Glück, dass er noch eine Blue Potion hatte. Ansonsten bei Trinex ohne Mana zu stehen ist bescheiden, um es mal freundlich auszudrücken. Ja. Wechselt jetzt hier auf den Hammer rüber. Der Hammer, wie schon oft erwähnt, aber auch vielleicht für einige, die das erstmal vielleicht zuschauen, der Hammer hat quasi denselben Schadenswert wie das Tempered Sword. Oh mein Gott, und da ist auf Twinix auch noch die Flöte.
Das heißt, das ist natürlich jetzt... Puh. Damit fehlt Retro Redfield jetzt nur noch der Bogen. Ja. Tyrannus jetzt mit seinem Somaria wird jetzt die anderen Checks hoffentlich mit abgehen. Damit er seinen Hammer alles und den Rest bekommt. Bombos. Oh, ja, und wie der Face gerade auch im Chat schreibt, Retro lässt das Hookshot Cave liegen. Wahrscheinlich gerade so überwältigt gewesen von dem Fund der Flöte zusätzlich noch. So, und da haben wir gerade das Bombos bei Tyrannus gesehen. Ah ja, und da auch nochmal guter Hinweis an dem, in dem Punkt. Es könnte noch sein, dass wir das Quake für Misery Maya benötigen. Hier nochmal danke an Powerlord für den Hinweis. Das ist natürlich vollkommen richtig. Retro macht sich jetzt auf den Weg zur Motte. So, und Tyrannus, noch kein Hammer. Wird jetzt High Cave gehen. Höchstwahrscheinlich. Und sich dort dann seinen Hammer abholen. Also der Hammer muss auf jeden Fall jetzt hier drinne gewesen sein. Also wir hatten es ja vorhin nicht gesehen, aber kann jetzt eigentlich nur noch hier sein. Ja, in der letzten Check. Der Hammer. Halt die Frage, ob Tyrannus eventuell jetzt nochmal zurückgeht bezüglich des Bombos-Tablets. Scheinbar macht das auf alle Fälle. So, in Retro jetzt, um Magie zu sparen für die Motte, holt sich den Schlüssel mit seinem Schwert. Und Tyrannus checkt Bombos-Tablet. Ja, und auch hier ein stabiler Kampf gegen die Motte. Hier sehen wir dann noch den Kompass. Und somit dann der dritte Crystal für Retro Redfield. So, Tyrannus bewegt sich jetzt auf dem Berg, wahrscheinlich aufgrund des Hammers, damit er auf die rechte Seite gehen kann. Im Retro jetzt in der Maya Area. Und findet dort das Tempered. Genau. Ja, und Tyrannus geht jetzt nochmal auf den Berg rauf. Klar, er hat jetzt die rechte Seite komplett offen. Wird hier jetzt leider nur mit einem Red Hoopy auf dem
Ether-Tablet belohnt. Jetzt seine Flippers sehen. Ja, wird hier ein bisschen gemobbt von den Deadwalks. Und wie wir bei Retro sehen, brauchen wir kein weiteres Medaillen. Ja. In dem Sinne ist der Bogen tatsächlich unser Go-Mode-Item. Und Hieranus wird jetzt auf die rechte Seite des Bergs hoffentlich abgehen. Ich denke, dass Hieranus eventuell Turtle Rock nicht betreten wird. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, inwiefern er sich hinten führen wird. Aber sollte er nicht nach Turtle Rock reingehen, würde ihm das natürlich nochmal deutlich nach hinten werfen. Weil dann wäre es sicherlich für ihn dann auch Last Location. Und durch die Flippers könnte er halt auch sagen, okay, ich habe jetzt die Flippers, ich habe Ice Palace, ich habe Swamp Palace. Ich gehe erstmal nicht nach Turtle Rock. Was auch durchaus legitim wäre. Auf der anderen Seite, Turtle Rock ist halt komplett offen. Du weißt, du hast den Fire Ward, du hast den Ice Ward. So, Maria ist vorhanden, generell full clearbar, aber wir werden es ja gleich sehen, wie er sich dort entscheiden wird. Ah, da gibt es noch ein Schild im Misery Mire. Das ist eines der Items, was man eigentlich nicht so gerne sieht. Und von einer gewissen Lag-Thematik. Aber Tyrannus, er hat gesehen, er braucht Bombos. Geht aber jetzt erstmal in die Hookshot Cave. Entschuldigung. Holt sich jetzt da erstmal noch seine Rupees ab. Wird dann, denke ich mal, Richtung Flippers gehen. Ja. Ja, und dann ist die Frage, safe and crit oder weiter? Er geht nochmal zurück. Also wird da in dem Fall auch nach Turtle Rock gehen. Er wird zumindest reindippen. Aber ich sag ganz ehrlich, also, ich wäre tatsächlich nach dem Hookshot in Turtle Rock wäre ich tatsächlich rausgegangen. Ich hätte die Flöte nicht gesehen. Hoffen wir, dass Tyrannus sie sieht. So wie Retro sie auch gesehen hat. Ja. Dann bleibt es zumindest noch mal ein spannendes Race.
Ansonsten, wenn er als Last located. Ich bin gerade am Schauen, wo hatten wir eigentlich die Pennants? Wir hatten Turtle Rock, Desert Palace und Thieves Town. Theoretisch, man muss ja alles in Erwägung ziehen, könnte es auch durchaus sein, dass der Bogen auf dem Pad liegt. Oder auf dem Green Pendant. Oder auf dem Green Pendant, ja. Aber genügend Checks haben wir ja auf alle Fälle noch außerhalb des Pads offen. Erstmal das Pad noch etwas in weiter Ferne. Tyrannus hätte später nochmal die Möglichkeit, das natürlich auch vorab zu checken über das Buch. Aber dadurch, dass er halt auch Skywood schon erledigt hat, wird das erstmal nicht der Fall sein. Und er hat ja auch jetzt noch genügend Möglichkeiten, wo er seinen Progress finden kann. Aber auch Tyrannus spart sich etwas Magie und dann sagt er sich auch, nee, doch nicht. Ja. Ich überlege jetzt gerade, was Retro Redfield dort macht. So wie es für mich scheint, versucht er Herzen zu farben. Ah, okay. Weil er, glaube ich, keine Potion mehr hat. Und dadurch, dass kein Powder vorhanden ist, kann er leider die Fake Fairies nicht nutzen. Ich wollte auch gerade sagen, weil eigentlich hat er ja, wie gesagt, noch Cape und Birma unter anderem. Oh, das stimmt. Frage ist, ja, er geht nochmal rein. Ja, und damit der nächste Crystal hier auf Seiten von Retro Redfield. Somit der vierte Crystal. Wird dann jetzt, denke ich, direkt dann auch Desert Palace mitnehmen. Ja, und danach, denke ich mal, wird er dann... Ach, da wäre sogar direkt das Quake gewesen. Also, selbst wenn jetzt Quake drauf gewesen wäre, wäre es kein langer Weg gewesen zum letzten Medaillen. Und Tyrannus denkt sich jetzt wahrscheinlich, okay, gut, er nimmt die Lava-Chest mit, weil er noch kein Wiki gefunden hat. Hoffentlich. Hoffen wir es? Ja. Und da ist der nächste Tod für Tyrannus. So, damit haben wir jetzt hier noch die rechte Seite im Desert Palace offen. Die Big Key Chest, die wartet jetzt noch hier
Und da gibt es noch den Kescher. Das Bugnet. So, dann sehen wir jetzt nach knapp einer Stunde auch Aginas Cave. Mal gucken, was wir da die ganze Zeit haben liegen gehabt. Was wir da die ganze Zeit liegen gehabt haben. Das war aber schon dort. Ach so, okay. Ach, Tyrannus war da? Ja. Okay. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber gut, ich bin alt. So, ein Retro macht sich auf Richtung Eispelle. So, dann dürfte Tyrannus jetzt auch gleich seinen Hookshot finden. Ja, was denkst du, wird er noch weitergehen oder wird er aufgrund der Tode jetzt sagen, ich gehe raus? Ich hoffe, er geht weiter. Ja, macht er tatsächlich auch. Wird sich wahrscheinlich denken, okay, gut, er ist jetzt schon so weit gekommen. Macht er das jetzt noch schnell fertig, weil das sind jetzt nur noch 2-3 Minuten. Wenn überhaupt. Oh, und oh. Das tut weh. Mel sagt sich, okay. Nimmt den mit. Ja. Was in dem Fall, wie wir wissen, eine sehr gute Entscheidung ist. So, und auf Retros Seite sehen wir jetzt den Icebreaker. Und da haben wir den Big Key. Und jetzt auf der linken Seite die Laser Bridge bei Tyrannus. Und da haben wir das Buttersword im Ice Palace. Und Tyrannus geht auf Nummer sicher. Dagegen auf Nummer sicher mit dem Burnerstab auf der Laserbridge. Ja, wird jetzt hier noch ein bisschen malträtiert von dem Jelly. Hat jetzt, glaube ich, hier gerade noch mal ins Inventar geguckt, um zu schauen, ob hier noch ein Item drin ist. Und ist jetzt auf dem Weg zu Trinex. Und bei Retro haben wir einen sehr, sehr soliden Hub gesehen. Ja, sehr stabil.
Aber auch Tyrannus, sein Trinex-Kampf, sehr, sehr stabil. Wenn er noch eine Potion hat. Hat er nicht. Nein. Das ist jetzt bitter. Und jetzt wird er wahrscheinlich auch ja, jetzt saved und quittet er Rippflöte. Rippflöte. Das ist jetzt sehr bitter, tatsächlich. So, dann werden wir jetzt noch sehen, was auf Green Pendant ist. Kein Bogen, nur die Pfeile für einen Bogen. Ja, und Tyrannus wird jetzt dann in Richtung Swamp Palace gehen. Wird auf jeden Fall furchtbar schwer für Tyrannus, da noch aufzuholen, denn er wird definitiv Turtle Walk jetzt meinen. Ja. Was mich wundert, dass Retro Redfield, wie Face gerade schon sagt, nach Pott geht. Weil er hat ja noch gar keinen Bogen, den wir gerade bei Tyrannus gesehen haben. In Swamp. Okay, das heißt also, theoretisch, wenn Retro Redfield jetzt gleich doch erst noch nach Swamp gehen würde, wäre das der Go-Mode. Retro sieht aus, als ob er Richtung Catfish nach da oben. Aber ja. Ich glaube, er hatte schon Catfish oder nicht. Ja, hatte er auch. Oder er möchte erst noch Potions kaufen. Ah, stimmt, ja. Das ist... Ja. Potions holen. Mich wundert es trotzdem, dass er den Weg nach Pott einschlägt, anstatt nach Swamp Palace. Ist mir jemand allergisch gegen Swamp? War er noch gar nicht bei der Waterfall Fairy? Nein, meine ich. Nee. Er hatte, meine ich, nur den Hobo mitgenommen. Und Sora hatte er, glaube ich, auch mitgenommen. Ja. Hä? Und jetzt, hä? Er geht nochmal auf den Berg? Ah, ihm ist wahrscheinlich eingefallen, dass er das Hookshot Cave noch hat liegen lassen. Das kann natürlich sein, ja. Ist jetzt nur die Frage, wo ist der Bogen Nummer 2? Weil wir haben in diesem Modus zwei Bögen. Ja. Wenn wir jetzt Pech haben,
Pech in Anführungszeichen, Glück für Retro, liegt der zweite Bogen in der Hookshot Cave. Hat er nur einen Bogen geskippt, aber er braucht auch nur einen Bogen, um abzuschließen. Mich wundert es trotzdem, dass er nicht das Swamp gegangen ist. Also das, aber mal gucken, was wir in Hookshot Cave haben. Ein Herzteil. Und noch ein Schild-Upgrade. Ja, aber keine Bogen. Es könnte auch immer noch ein Bogen in GT liegen. Ja, also meine Vermutung ist auch, also wenn Tyrannus nochmal zu Trinix geht, dann wirklich als Last Location. Und Bomben in der Spy Cave. Auch dort kein Bogen. Und natürlich, was auch auf Retros Seite ist, natürlich das Butters, im Gegensatz zum Master Sword. Davon auch nicht vergessen. Genau. Also Tyrannus jetzt nicht nur wegen der Flöte behind, sondern auch tatsächlich wegen den Schwertern. Wenn er sie, gut, wenn Tyrannus sich entschließt, jetzt nach Swamp Palace, nach Ice Palace zu gehen, dann würde er zumindest dann noch ein Schwert finden. Und Retro jetzt auf dem Weg nach Swamp Palace. Ja. Tyrannus hat einen sehr soliden Fight abgelegt. Und so wie es aussieht, geht er jetzt Richtung Eispelle. Ja. Retro Redfield wird jetzt gleich natürlich auch dann wissen, also in der ersten Kiste der Bogen, dass er im Go-Mode ist. Dementsprechend wird er sich dann, denke ich mal, gleich nur den Schlüssel noch einsacken und dann, ja, direkt dann durchgehen. Dann in Richtung Argus. Ja, und für Tyrannus ist halt der Seed nicht sonderlich gut gelaufen. Er hat sehr viel Pech gehabt, was das Routing betrifft. Dann die Tode in Turtle Rock und der letzte Tod. Ich kann es irgendwo verstehen, dass er da nicht nochmal reingegangen ist. Also beziehungsweise, dass er halt dann keine Potion mehr hatte. Ist natürlich dann... Ich meine, er hätte halt nochmal... Er hätte ja nochmal eine Full Magic bekommen, aber ja, du hast keine Hard Magic, du weißt, du hast nur das das Master Sword, kannst natürlich auch mit dem Hammer kämpfen, sicherlich machst dann auch deutlich mehr Schaden nochmal, aber wahrscheinlich hat er sich dort in der Situation dann nicht gerade comfortable gefühlt. Und Retro ist sich dessen bewusst, dass er im Go-Mode ist. Also schnell durch. Und da hat Tyrannus so ein bisschen Tempat gefunden.
Ja, somit wird dann Retro Redfield, denke ich mal, jetzt gleich zur 5 flöten. Wird dort den Teleporter nehmen. Und dann quasi in Richtung Pod gehen und danach noch fix Eastern abschließen und dann geht's schon in Richtung GT. Ja, und für Tyrannus gerade am Überlegen, aber er war beispielsweise noch nicht in Desert, also könnte halt dann auch dem Buch nachgehen, also wird halt höchstwahrscheinlich alles abgehen, außer Trinex. Ja. Was natürlich sehr bitter ist. Aus deutscher Sicht. Definitiv, ja. So, damit ist er jetzt gleich bei Kurz, der hat natürlich auch das Bombos, dadurch hier auch jetzt genügend Magic vorhanden. Und natürlich mit dem Tempered der Kampf deutlich angenehmer wie mit dem Sport. Definitiv, ja. Hat auch noch ein paar Shots übrig mit seinem Firewatt. Muss jetzt hier aber ein bisschen aufpassen, hat nur noch 1,5 Herzen. Aber hat es dann doch noch geschafft gegen das letzte, gegen den letzten Schneeball. Retro kämpft sich tapfer durch Pott durch. Natürlich das Routing an sich im Pott mit Spiegel und Somaria sehr angenehm. Ja, und Tyrannus scheint sich jetzt hier nochmal zu entschließen, dadurch, dass er ja im Gegensatz zu vorhin noch nicht den Hammer hatte, nach Pod zu gehen. Ich meine, wir haben den... Achso, ja, er hat ja jetzt auch den Bogen ja schon aus Swamp, von daher, klar, kann er ja dann auch abschließen. Aber im Gegensatz zu Retro wird er... Pod dann halt nicht go-moden, weil er halt noch nicht alle Items hat. Tyrannus war ja vorhin schon mal drin und hat schon mal die komplette linke Seite zumindest mitgenommen. Genau, ich glaube, der hintere Bereich fehlt noch, ne? Nee, der hat, glaube ich, alles mitgenommen. Tatsächlich. Bis auf das, was Bolog war. Ah, okay. Kann sein, dass er die Vanilla Bicky Chest stehen gelassen hat, das sehen wir jetzt gleich. Ja, die hat stehen gelassen. Und da unten auch. So ein Retro mit einem sehr, sehr soliden Kampf. Helmer?
Ja, und damit sind wir hier auf der Seite von Retro Redfield jetzt in Eastern. Auch hier wird er den kompletten Dungeon go-moden können. Sobald er den Big Key hat, der ist hier jetzt natürlich in der ersten Kiste. Vorhin ja schon bei Tyrannus gewesen. Nimmt jetzt hier auch die Kiste dann entsprechend nicht mehr mit. Kann sich jetzt von dem Red Igor gleich den Schlüssel holen und hat dann im Grunde genommen den Weg offengelegt zum Boss. Ja, und sobald dann gleich der siebte Crystal in den Händen von Retro Redfield ist, können wir dann im Grunde genommen auch das Big Key Guessing Game starten, was ja allseits bekannt ist. Denn in GT, da suchen wir den Big Key, das heißt, es gibt in der unteren Ebene vom Tower 22 Kisten insgesamt. In einer dieser Kisten ist der Big Key drinne. Und die Frage ist halt, in welcher Kiste? Die Möglichkeiten gibt es von der Truhe 1 bis 22. Und ja, wer möchte, sobald das gleich gestartet ist, ich weiß gar nicht, ob jetzt hier auf dem Channel der Bot dafür aktiv ist oder ob es den gibt. Ansonsten aber scheinbar nicht. Von daher gerne mitraten, in welcher Kiste der Big Key ist. Was denkst du? Hast du eine feste Nummer, die du meist tippst, Satono, oder ist das immer komplett random? Ich bin so 15. Ist immer so meine Zahl. Okay. Bei mir ist es immer. Aus? Ich nehme immer die falsche. Also es ist egal, was ich tippe. Also ich habe, glaube ich, also hier auch auf dem Kanal noch nie richtig geraten und ja. Oh, Roti hat gerade geschrieben. Dass der Bot. Leider auf unbestimmte Zeit Urlaub machen. Ah, okay. Dann gucken wir nachher mal manuell, wer denn richtig gelegen hat. Ja, so. Aber Godbuster, was ist denn deine Zahl jetzt? Noch kannst du. Ach so, meine Zahl. Ich nehme mal die 1, frecherweise. Ich glaube, die hat auch noch keiner gesagt. Oder genannt. Ne, die 1 ist noch frei. Ich nehme mal die 1. Ja, damit nichts geht mehr, no more bets oder so, sagt man, glaube ich, in Las Vegas. Und Chris Redfield, Retro Redfield entscheidet sich jetzt hier für die rechte Seite. Haben wir dann insgesamt noch
4 Kisten, die jetzt hier unten gleich kommen. Leere Field. Face, schön gesagt. Oh, und da ist er direkt. Das war die Nummer 2, oder? Nee, nein, 3. 3? 3. Die 3 hat, glaube ich, niemand getippt. Nein. Damit Tanvir und Marcel Leaf am nächsten dran zumindest. Mit der genannten 2 und der 4. Und somit befindet sich Reto jetzt schön im Kleid. Und Tyrannus ist immer noch auf der Suche nach seinem Go-Mode. Ich glaube, er war noch nicht beim Catfish, ne? Nee, ich glaube nicht. Und hofft dort jetzt seinen Go-Mode zu finden. Was er leider nicht tun wird. Wie wir wissen. Ja, für ihn ist es halt wirklich der Worst Case gewesen. Im Grunde genommen, also klar, der Drops ist erst gelutscht, wenn der Drops gelutscht ist, aber da müsste jetzt wirklich noch viel schief gehen, dass Retro Redfield das gegen die Wand fährt. Ja, vor allen Dingen. Ja. Ihm fehlt ja nicht nur Trinex, ihm fehlt ja noch komplett Meier. Eben, genau. Und ich glaube, bis er zurück zu Trinex geht, da müsste bei Retro viel, viel passieren, bis Tyrannus dann nochmal wirklich zu Trinex geht. Ich sag mal so, Tyrannus war halt schon bevor er in Turtle Rock drinne war, da war er ja schon etwas hinten. Aber im Grunde genommen war das halt der entscheidende Schlüsselmoment, als er dann dort out of magic war und dann sich entschlossen hat, okay, heute nicht Twinex. Das war im Grunde genommen dann wirklich der Schlüsselmoment. Schon wir mal was auf Petli. Leider nur Cash. Okay. Ich konnte es nämlich so schnell nicht lesen. Oh, und da ist der zweite Bogen. Okay. Der zweite Bogen ist Turtle Rock. Ja. Wie so oft. Genau, die Hammerpacks haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Genau. Er hofft, dass es dort ist. Seine Flöte. Könnten wir zum Beispiel noch das Powder haben? Schaufel haben wir noch nicht gesehen. Oh, oder 300 Rubies. So, die Validation Chest nimmt Retro natürlich auch jetzt hier nicht mehr mit. Also vom Equip her das Beste, was er kriegen kann. Wir haben Blue Mail, wir haben das Butter Sword, wir haben die Silvers. Ja, Red Mail. Also, hat er die... Er hat die Red Mail. Achso, ja, Red Mail ist ja die letzte. Oha, es ist spät.
Ich muss dann nur noch einen soliden Agar 2 Fight hinlegen. Das hat er gerade schon mal mit einem Triple. Ja. Ja, Repulse Magic. Die haben wir auch nicht gesehen. Oh, das war ein sehr, sehr solider Agar 2 Fight. Ja, auf jeden Fall ziemlich schnell. Und damit steht ja zwischen dem Triforce und Retro Redfield nur noch das blaue Schwein, sprich Ganon, muss jetzt noch gelegt werden. Und ja, also vom Equip her dürfte das eine schnelle Geschichte werden. Genau, time for bacon. Und Tyrannus entscheidet sich vielleicht jetzt erst nochmal ganz kurz in Luxor Cave zu gehen. Dort vielleicht seine Flöte findet. So ein Retro entscheidet sich hier für die sichere Variante. Cape. Er hat, glaube ich, auch noch Safeties vorhin ja geholt. Ja. Ah ja, genau. Und Tyrannus entscheidet sich doch noch mit Third Rock reinzugehen. Ja, er hat jetzt aber auch nicht mehr viel gehabt. Also ich glaube, für ihn wäre jetzt... Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch was gehabt hätte, weil ein Desert Palace drin, ich meine schon, oder? Oh, das ist jetzt... für Retro natürlich... Und ein Torch Glitch, wobei mit Silver ist es ja eh. Ja. Eigentlich sehr entspannt. Oha, okay. Habe ich ihn schon fast fallen sehen. Oh, jetzt hat er. Okay, ich wollte es nicht jinxen. Caster Curse. Aber ich glaube, hat er jetzt noch eine Potion gehabt? Ja, oder? Eine Potion hat er noch, ja. Okay. Hat hier auch nochmal den Trick zur Hilfe genommen, sich an der Wand festzuhalten. Denn wenn man sich mit dem Cape bekleidet an der Wand festhält, dann nimmt die Mana im Grunde genommen nicht ab. Kann man unendlich dort stehen. Wird meistens genutzt, unter anderem im Tailwind in GT, wenn die Fliesen fliegen. So, und dann haut mal eure GGs raus für Retro, denn er hat jetzt nur noch die Brücke vor sich, der Endgegner Brücke. Genau, fehlt nur noch die Endstufe. Und damit GG für Retro Redfield mit einer Zeit hier jetzt von 1:43:06. Ich habe jetzt nicht die offizielle Zeit. Aber ja, da kann man nur sagen, also sehr solide. Das Routing hat die mega in die Karten gespielt. Hat eigentlich nicht viel falsch gemacht in dem Seed. Also von daher, das Einzige, was man vielleicht noch sehr wundersam finden konnte, war halt, dass er dann doch erstmal noch nach... Pot gegangen ist, dann der Weg nochmal auf den Berg, Hookshot Cave etc.
Das hätte er sich im Grunde genommen sparen können, hätte direkt nach Swamp Palace gehen können. Aber ansonsten gibt es da tatsächlich nichts zu beanstanden. Und Dommel bzw. Tyranus hier sehr unglücklich, wie gesagt, vom Routing. Dann der unglückliche Tod oder die unglücklichen Tode in Turtle Walk. Dann kommt das eine zum anderen, dann wirst du nervös etc. Und dann, ja, sieht man es wie jetzt heute in dem Race, dann kommst du dann nach hinten raus nicht mal auf den grünen Zweig leider. Die offizielle Zeit hier liegt bei 1:47:50. Nein, 1:34:06 für Retro. Achso, ich wollte gerade sagen. Dann passt die ja sogar. Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob... wir werden gleich mal gucken, ob Tyranus hier gleich noch mal das Bild wiederkommt. Und eventuell Retro Redfield noch zum Interview kommt. Ja, ansonsten, was sagst du zu dem Ways der beiden? Ja, das war natürlich wie soll ich sagen? Also es war auf jeden Fall spannend. Und Retro hatte das Routing und das Glück auf seiner Seite. Ja. Ja, Tyranus. Hier jetzt gerade auch im Chat geschrieben. Sorry, verabschiede mich in den Urlaub. GG an Retro. Das heißt also, Tyranus werden wir wohl dann auch nicht im Interview sehen. Retro Redfield, wie gesagt, hätte noch die Möglichkeit, zum Interview zu kommen. Ich glaube, Retro muss jetzt auch erstmal durchschnaufen. Nach so einem Seed. Ja, ansonsten. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob, also wie das Standing gerade ist, das Ranking in der Gruppe von Tyranus und Retro Redfield, beziehungsweise von Team Triple T und Reliable Archery Aces. Retro kommt nicht, er kann kein Deutsch und Englisch. Ah, okay, alles klar. Ja, dann haben wir heute tatsächlich kein Interview. Sprich, dann wird das heute eine relativ kurze Geschichte. An beide Runner kann man nur sagen, wie gesagt, GG. Und Tyranus, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Und das nächste Race steht ja auch dann, denke ich mal, demnächst an. Und für beide auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg im laufenden Turnier. Und dann sei auf jeden Fall erstmal von meiner Seite aus Danke an Kromp gesagt, der heute fleißig am Tracker war. Und von meiner Seite auch vielen Dank an Saturno fürs Mitkommentieren und an die Zuschauer, die die ganze Zeit noch zugeguckt haben. Und ja, Saturno, dann überlasse ich dir tatsächlich dann die letzten Worte. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Goldbuster, fürs Commentary. Lasst ein Follow bei den Runnern auf jeden Fall da. Bei Tyranus, bei Retro. Wenn ihr Bock habt, auch bei Goldbuster, komm und auch bei mir. Komm, nochmal Dankeschön fürs Tracken. Es war mir eine Ehre, wieder mit dir an der Seite, also das Commentary zu machen, wenn dessen du getrackt hast. Und auch an dich nochmal ein großes Danke, Goldbuster, für ja, den schönen Abend, den wir verbringen konnten, um es so zu sagen. Ja, und gerne. Auch natürlich Dankeschön an den Chat und auch an alle, die jetzt so fleißig mitgefiebert haben. Und von meiner Seite her wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Und das war's. Ja, dem schließe ich mich an. Wie gesagt, allen eine
gute Nacht und schlaf gut. Kommt weiterhin gut in die Woche. Die Tage gibt es sicherlich auch weiterhin Rando-Action hier auf den Kanal oder auf den Kanälen Speedgaming 1, Speedgaming Deutsch etc. Und in dem Sinne eine gute Nacht. Bis demnächst und tschüssi.